abgelehnt ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 14656. Das Fach Informatik an allen nordrhein-westfälischen Schulen stärken. Ich darf hinweisen auf den Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Piraten in Drucksache 14767. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Piratenfraktion Frau Kollegin Pieper das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um sofort einem Missverständnis vorzubeugen, die heutige Beschlussfassung bedeutet absolut nicht, dass wir von unserer Forderung Pflichtfach Informatik für alle abrücken werden, weil wir glauben, dass dieses Pflichtfach, sie lacht, ja, dass dieses Pflichtfach Informatik tatsächlich einen so großen Stellenwert hat, dass Informatik inzwischen zur Allgemeinbildung gehört für jedes Kind. Und das wissen wir, da ist halt der Dissens. Wir glauben, dass es nur in einem Fach unterrichtet werden kann, was systematisch aufeinander aufbaut und nicht fächerübergreifend, wo jeder da so ein bisschen Dinge übernimmt, wo ich nicht dann garantieren kann, dass tatsächlich alle Schüler wirklich eine informatische Grundbildung erhalten. Nochmal zum Thema Informatik allgemein. Warum ist Informatik eigentlich so wichtig? Informatik ist die Bezugswissenschaft der Digitalisierung. Informatik ist dabei mehr als Programmieren. Es ist die Schule des Denkens. Themen des Informatikunterrichts sind zum Beispiel den Unterschied zwischen Informationen und Daten erkennen, Kenntnisse zu Algorithmen zu erlangen und dabei die genaue Beschreibung von Handlungsschritten zur Lösung eines Problems einzuüben. Also es ist problemlösungsorientiertes Arbeiten. Erfahrung mit formalen Sprachen und der Steuerung von Automaten zu machen. Und nicht zuletzt bietet der Informatikunterricht die Möglichkeit zur Reflexion der Wechselwirkung von Informatik, Individuum und Gesellschaft. Hier kann über die Rolle der Informationstechnologie in der heutigen Gesellschaft nachgedacht werden und es kann untersucht werden, wie gesellschaftliche Entwicklungen die Informationstechnologien beeinflussen und umkehren. Dieser Antrag war mir tatsächlich noch mal sehr wichtig, um dieses Fach Informatik an den Schulen zu stärken. Und ich freue mich, dass Rot-Grün dann auf uns zugekommen ist und hat gesagt, wir schaffen da auch was zusammen. Und ich sage auch ausgesprochen ausdrücklich Danke dafür, weil ich glaube, dass ihr ganz wichtige Punkte noch dazu gesetzt habt. Und wenn es uns durch diesen Antrag tatsächlich gelingt, mehr Mädchen für Informatik zu begeistern, mehr Schülerinnen und Schüler für ein Informatikstudium zu gewinnen, wenn es uns gelingt, den Informatikunterricht an den Grundschulen zu verstetigen, wenn es uns damit gelingt, mehr Studienplätze zu schaffen, wenn es uns damit gelingt, mehr Lehrerfortbildung zu bekommen und mehr Qualifizierung in der Berufsbildung, dann glaube ich, haben wir eine Menge erreicht und dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin zum Fach Informatik, auch wenn ich glaube, dass die Unterschiede bestehen, bleibe ich, das macht aber nichts, glaube ich. Was ich wirklich besonders positiv fand an dieser Stelle, ich habe es gerade gesagt, ist, dass es uns tatsächlich gelungen ist, hier etwas gemeinsam zu schaffen. Das haben wir in den 5 Jahren schon ein-, zweimal auch an anderer Stelle geschafft, aber auch nach dem ganzen Wahlkampfgetöse hier, was ich gestern und auch heute in Teilen hier gehört habe. Ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, dass Politik genau so funktioniert. Sachorientiert mit gemeinsamer Lösungssuche. Und ich glaube, das sind wir den Leuten hier in NRW tatsächlich schuldig. Und ich glaube, wenn wir Politik dahingehend verändern, dann gäbe es auch mehr Akzeptanz von Politik in der Bevölkerung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Feuß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der ursprüngliche Antrag der Piraten bezog sich nur auf die Stärkung des Faches Informatik. Der gemeinsame Änderungsantrag dagegen legt auch Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen für das Lernen in der digitalen Welt als Querschnittsaufgabe
für alle Fächer. Die Landesregierung hat dazu ein Leitbild entwickelt, Lernen im digitalen Wandel, und ich zitiere von der Homepage. Der digitale Wandel führt dazu, dass mehr digitale Schlüsselkompetenzen und Querschnittsqualifikationen entlang der Bildungskette und in allen Fächern erworben werden. Diese digitalen Schlüsselkompetenzen werden neben Schreiben, Lesen, Rechnen zu einer neuen vierten Kulturtechnik. Dazu zählen insbesondere Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how und informatische Grundkenntnisse, im Grunde das, was Frau Pieper zu Anfang auch betont hat. Auf der Plattform LearnLine NRW finden sich Materialien und Anregungen für die verschiedenen Fächer und für alle Schulstufen. Getreu dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, gehören informatische Lerninhalte auch schon in die Grundschule. In NRW gibt es das Projekt Informatik an Grundschulen. Dieses Projekt wurde in Verbindung mit den Universitäten Paderborn und Wuppertal sowie der RWTH Aachen entwickelt. Ziel dieses Projektes ist es, den Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klasse Facetten der Informatik begreifbar zu machen und sie zu unterstützen, damit sie ein Verständnis für Informatiksysteme und die Bedeutung von Informatik im Alltag zu entwickeln. Dieses Projekt soll ausgebaut und fortgeführt werden. Das ist unter anderem auch eine der Forderungen im Antrag. Um das Fach Informatik zu stärken, werden ausgebildete Lehrer benötigt. Deshalb sollen die Hochschulen, die Standorte der Lehrerausbildung sind, ihre Kapazitäten für die Lehramtsstudiengänge im Fach Informatik ausbauen. Zur Sicherung der aktuellen Lehrerversorgung im Bereich Informatik sollen verstärkt Zertifikatskurse angeboten werden, in denen Lehrkräfte die Lehrbefähigung für Informatik erwerben können. Ein Aspekt ist auch besonders zu berücksichtigen: Der Anteil der Schülerinnen im Fach Informatik ist relativ gering. Er schwankt zwischen 18 und 25%. Deshalb soll gezielt versucht werden, Schülerinnen für den Informatikunterricht und für ein Studium des Faches Informatik im Rahmen der Lehrerausbildung zu gewinnen. Fazit: Der Änderungsantrag mit seinen Forderungen spricht sich für eine Stärkung des Faches Informatik und für eine Stärkung der allgemeinen digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in allen Fächern aus. Deshalb werden wir dem Änderungsantrag zustimmen. Schlussbemerkung: Für alle Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Thematik interessiert sind, empfehle ich den Informatik-Biber. Klicken Sie mal auf die Seite www.informatik-biber.de. Dort finden sich Aufgaben vom Grundschulniveau bis zum Abitur. Ich selber hatte bei der Vorbereitung der Rede hier relativ viel Spaß, diese Knobelaufgaben zu lösen. Und es geht da wirklich nicht nur um Programmieren, sondern es werden auch Aspekte des logischen, analytischen Denkens geschult. Persönliche Schlussbemerkung von mir: Ich bin nur 5 Jahre hier in diesem Landtag gewesen. Und dass ich das am Ende meiner beruflichen Laufbahn 5 Jahre machen konnte, finde ich sau cool. Und es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, ich habe das im dritten Versuch geschafft, und ich bedanke mich insbesondere bei der FDP, dass sie im Jahr 2012 diesen Haushalt abgelehnt hätte. Da musste bei der SPD innerhalb von 8 Wochen ein Kandidat aus dem Hut gezaubert werden, und da war der neue Kandidat, und dann hat es gereicht im dritten Versuch mit 1,2% Vorsprung. Dafür Dank an die FDP, aber Dank auch an alle für die Unterstützung. Die Form, haben ja auch alle Leute betont, die in anderen Berufsfeldern arbeiten, das sogenannte Backup-Office hier im Landtag auf allen Ebenen, bei uns bei der Partei und auch bei der Landtagsverwaltung, ist top und beispielhaft. Ich wünsche allen alles Gute. Wahlkampf kann ich jetzt etwas entspannter verfolgen, weil ich nicht in der ersten Reihe stehe. Aber als Kreisvorsitzender begleite ich das natürlich weiterhin positiv und hoffe, dass meine Nachfolgerin in der nächsten Periode auch hier vorne stehen kann. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Beuys, für Ihre Rede, für Ihre
engagierter Arbeit hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und ich darf hinzufügen, als jemand, der an der von Ihnen so positiv erwähnten vorzeitigen Auflösung des Parlaments nicht ganz unbeteiligt war, gerne geschehen. Ihnen alles Gute für die Zukunft, lieber Herr Kollege Voss. Ich darf aufrufen für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Bunse. Herr Präsident, ja, der Antrag trägt eindeutig die Handschrift der Piraten und damit steht er am Ende einer sehr langen Kette von Anträgen, in denen auf die Thematik und die hohe Wichtigkeit des Fachs Informatik und der Digitalisierung hingewiesen worden ist. Auch haben Sie immer wieder auf das fehlende Equipment an unseren Schulen als einen berechtigten Kritikpunkt hingewiesen. Jetzt haben Sie sich also in dieser flotten Dreierkombi ziemlich überraschend für uns zueinander gefunden und miteinander zusammengetan und uns diesen neuen Antrag präsentiert. Ich muss Ihnen allerdings sagen, besonders neu finde ich den inhaltlich jedenfalls nicht. Und ich wundere mich schon, Frau Pieper, wie leicht Sie doch von Ihrem sehr eindeutigen Nein abgewichen sind. Denn eigentlich war das ja immer der Streitpunkt, den wir geführt haben und auch nicht zu Ende geführt haben, ob Informatik als ein Pflichtfach an Schulen eingeführt werden soll oder nicht. Und bei dieser Meinung, dass das nicht als eigenes Fach behandelt werden soll, bleiben wir auch. Und da sind wir auch nicht allein, sondern da waren wir in guter Gesellschaft vieler Expertinnen und Experten in den entsprechenden Anhörungen. Sie haben sich also in diesem Änderungsantrag jetzt zusammengefunden und da sieht man einen ganz kleinen Weg in Richtung Einsichtigkeit, dass das Fach nicht als Pflichtfach eingeführt werden muss, aber trotzdem ist ein etwas heiß gestrickter Antrag. Sie beschreiben dann, dass an 5 Grundschulen in NRW Informatik als ein Projekt etabliert ist. Sie führen uns nach England und zeigen, dass dort das Pflichtfach Computing in der 1. Klasse unterrichtet wird. Dann machen Sie einen Streifzug weiter in die digitale Schulwelt im Sekundarbereich und Sie teilen uns mit, dass nur 287 Schülerinnen das Fach Informatik als Leistungskurs belegt haben. Sie Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin Pieper zulassen? Nee, ich mache jetzt erst zu Ende. Die hat mich so geschockt mit ihrem Umkippen, ich muss jetzt erst hier fortführen, gleich. Auch bemängeln Sie die fehlende fachliche Qualifikation einiger Lehrerinnen und Lehrer für dieses Fach. Am Ende dieses Rundumschlags fordern Sie dann, den Hochschulen anzuraten, die Kapazitäten für das Fach Informatik auszuweiten. Sie fordern das Projekt Informatik an Grundschulen mit dem Ziel fortzuführen, es letztendlich doch dort verbindlich zu etablieren. Verehrte Antragsteller, Sie haben uns, wie gesagt, mit dieser Dreierkombi jetzt schon etwas überrascht. Aber wir finden eben den Antrag inhaltlich gesehen nicht als besonders neu und aufregend. Und ich glaube, dass jeder Abgeordnete hier weiß, dass noch einiges zu tun ist im Land der digital-informatischen Analphabeten, so wie die diese Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer ja gerne dargestellt haben, so wie wir sie aber als CDU nicht sehen. Wir haben noch im letzten Schulausschuss den Bericht der Landesregierung verfolgt und darin, ich darf zitieren, wird festgestellt, statt den Ansatz eines Pflichtfachs Informatik zu verfolgen, geht es darum, Voraussetzungen für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt nicht von den jeweiligen Fachkompetenzen zu trennen, sondern sie als integralen Bestandteil zu begreifen und zu fördern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Liebe so hinfällt. Ich verstehe ehrlich auch nicht, dass Rot-Grün da auch mal so auf die Piraten zugegangen ist. Aber das bleibt ihr Geheimnis. Also, NRW ist sicherlich kein digitales Schlaraffenland, aber erste kleine Schritte in Richtung digitaler Kurs sind erkennbar. Und das ist allerdings sehr, sehr häufig den engagierten Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken und weniger den Impulsen dieser Landesregierung. Und den möglichst konstruktiv geprägten Streit um die Wertigkeit der Basiskompetenzen Rechnen, Schreiben und Lesen und deren Bedeutsamkeit im Vergleich zur noch jungen Kulturtechnik des digitalen Know-how, der muss hier noch geführt werden und den möchten wir auch gerne führen. Wir stellen also aktuell aus CDU-Sicht fest, es gibt so einige Baustellen in der Schullandschaft NRWs und es gibt auch einige Wünsche und Vorstellungen, sogar den Fächerkanon an unseren Schulen auszuweiten. Aber die Realität fordert doch zunächst einmal, den heute bereits vorgesehenen Unterricht überhaupt wie gesetzlich verankert zu erteilen und den Kindern den Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule reibungslos zu ermöglichen. Und aktuell ist das offenkundig nicht der Fall.
Wir werden Ihrem Antrag daher heute nicht folgen, sondern uns enthalten, da er in der jetzigen Situation weder zielführend noch umsetzbar ist. Sie treiben nur gerade wieder ein neues kleines Tier durchs Dorf. Und wir denken, dass der Antrag die wirkliche Situation an den Schulen in NRW nicht treffend widerspiegelt, sondern dass er vielmehr ablenkt vom Hauptplatz des Versagens der rot-grünen Schulpolitik. Und die lautet ganz kurz umschrieben: Inklusionschaos, Unterrichtsausfall, überlastete Lehrerinnen und Lehrer, Kinder und Jugendliche, und das finde ich besonders gemein, die hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben müssen. Und da kommen Sie mit diesem neuen Antrag um die Ecke, statt die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, erstmal zu machen. Und für uns bedeutet Hausaufgaben machen in diesem Fall hinschauen und vielleicht das Tempo sogar verlangsamen, insbesondere in Bezug auf die Inklusion. Wir sind dafür, dass Ruhe an die Schulen getragen wird, damit Lehrerinnen und Lehrer dort in Ruhe arbeiten können und die Potenziale der Kinder erkennen und fördern. Und das letztendliche Ziel muss heißen, eine Qualitätssteigerung. Davon sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit entfernt und darum wundert uns dieser Antrag. Wir sind ein bisschen beleidigt, dass wir nicht mit in den Sandkasten durften und zumindest mitdiskutieren konnten. Aber eigentlich ist er wirklich das Papier, auf dem er geschrieben worden ist, nicht wert. Danke. Danke, Frau Kollegin Bunse. Bleiben Sie bitte noch vorne, denn Frau Kollegin Pieper hat eine Kurzintervention angemeldet. Nein, nein, nein. Nein, Frau Pieper hat sich schon gemeldet, aber jetzt will sie nicht mehr. Also, Nein. Es gab ein kleines Missverständnis. Die Kurzintervention stammt von den Piraten, aber von Dr. Paul. Und der hat jetzt für 90 Sekunden das Wort. Bitte schön. Vielen lieben Dank, Herr Präsident. Frau Dr. Bunse, wenn so ein neues Fach mal eingerichtet würde mit dem Titel Informatik, ich meine jetzt so hypothetisch, dann würde es sich ja erst in der Praxis ausgestalten müssen. Wie wäre denn die mögliche Position der CDU, wenn man sagt, das Fach Informatik, was dann als zweites Fach hinzukäme, Mathematik liegt als Methodenkompetenz so ein bisschen quer zu den Inhaltsfächern, würde sich mit wesentlich mehr als nur der digitalen Welt beschäftigen, sondern generell mit der Frage, wie man Probleme strukturiert und zu einem Lösungsansatz kommt. Ich würde Ihnen mit Ihnen sofort, Stantepede, eine Stunde Informatikunterricht nur mit der Tafel ohne Computer machen. Wie würde die Union darüber denken, wenn man das Fach Informatik quasi auf den analogen Problemlösungsbereich ausweitet? Vielen Dank. Herr Paul. Da sind Sie ja besonders pfiffig. Ne? Erstens mal ist es dann nicht mehr das Fach Informatik, über das wir bisher diskutiert haben. Ich habe Ihnen gerade gesagt, genau. Wir würden... Nee, ich habe Ihnen gerade... Jetzt hören Sie mal auf zu widersprechen, hören Sie mal zu. Na? Hören Sie doch mal wenigstens zu, so bis zum Ende. Das müssen Sie manchmal auch ertragen. Erst, wir haben gerade... Ich finde jetzt echt schon erstaunlich, schon lächerlich, dass Sie gemeinsam einen Antrag machen, dass Sie in diesem Antrag sich zurücknehmen und von dem Pflichtfach Informatik nicht mehr sprechen. Jetzt diskutieren wir ja eigentlich über diesen Antrag und da kommen Sie um die Ecke und fangen wieder mit Ihrem Pflichtfach an. Also da hätten Sie sich vorher mal zusammen austauschen müssen, über welchen Inhalt diskutieren wir eigentlich. Und ich habe hier gerade wortwörtlich gesagt, wir sind bereit, diese Diskussion zu führen. Da haben wir auch mit angefangen. Wir hatten auch entsprechende Anhörungen. Und in der jetzigen Form sind wir nicht dafür, aus den bestimmten Gründen, die ich gerade skizziert habe, noch ein neues Fach einzuführen. Ich habe vorhin zufällig noch gelesen, man kann sicherlich darüber streiten, in welcher Form man digitale Informatikkompetenzen in den Unterricht mit einfließen lässt. Und da gibt es auch, glaube ich, einen neuen Erlass irgendwie im August oder so, habe ich gesehen. Ich denke, dass wir da alle auf dem Weg sind. Aber das, finde ich, jetzt ist eine ganz krumme hintere Tür, uns einen Antrag hier zu präsentieren, so zu tun, als wenn vom Pflichtfach Informatik nicht die Rede ist. Und Sie stellen mir genau dazu die Frage. Das müssen Sie mir mal erklären. Danke. Okay, vielen Dank. Frau Kollegin Dr. Bunse, soweit die Antwort auf die Kurzintervention. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen ist Frau Kollegin Bär. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da geht aber jetzt megatechnisch was durcheinander. Das muss man sehr deutlich sagen. Liebe Frau Bunse, das ein bisschen beleidigt sein, dass Sie da jetzt nicht haben mitspielen können. Sie haben es ja selbst so gesagt. Ja, schade, aber ich glaube, das war auch noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Ich habe die Pressemitteilung der Kollegin Vogt mit Interesse zur Kenntnis genommen. Mit dem Konzept, was Sie da auflegen, mit Ihren bildungspolitischen Sprechern, da sind Sie ja meilenweit hinter dem zurück, was in NRW schon längst Praxis ist. Das muss man wirklich sagen. Und wenn das die Antwort für die Zukunft ist,
Das finde ich eher enttäuschend. Das, was von der Bundesebene von Frau Wanka kommt, steht auch noch in den Sternen. Das ist also ein bisschen mehr Pythia, was hier drin ist, als wirklich reale Politik. Aber so viel nur zu den Einlassungen der CDU. Ich möchte beginnen, mich bei Hans Voice zu bedanken, weil seine sehr sachliche, aber immer enorm kompetente und praxisnahe Art und die bestimmte Lässigkeit auch für viel Substanz in der Diskussion gesorgt hat. Herzlichen Dank. Und ich möchte mich ganz besonders bei Monika Pieper auch bedanken für die Leidenschaft für dieses Thema, was auch in diesem Antragsentwurf noch mal deutlich geworden ist, und auch das Vorantragen der Bedeutung und der Bedeutsamkeit dieses Themas. Das ist auch dein Verdienst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du uns nicht in die Zwickmühle gebracht hast, diesen Antrag abzulehnen, weil nämlich genau diese Frage des Pflichtfachs Informatik da an erster Stelle aufgehängt war. Darüber müssen wir in der Tat streiten. Und das haben wir auch oft genug getan, weil wir der Meinung sind, wir möchten es eben nicht abwälzen, sondern wir wollen es zu einer gesamten Schulentwicklungsaufgabe machen. Und dann wird man in diesem Kanon der naturwissenschaftlichen Fächern das natürlich verankern und wird einen anderen Stellenwert hineingeben müssen. Weil ich glaube, da sind wir sehr beieinander, wenn wir sagen, das Leben und Lernen in der digitalen Gesellschaft wird zur klaren Leitperspektive schulischer Entwicklung, um bildungsgerecht allen Kindern und Jugendlichen Zukunftsperspektiven in der digitalen Welt zu eröffnen. Ja, informatisches Wissen und Grundbildung gehört zum Weltwissen heute. Und es erschließt die Welt. Und deswegen muss man auch begreifen, was dahinter steckt, wenn im Internet plötzlich die Algorithmen wirken und mir alle möglichen Angebote gemacht werden, weil ich einmal auf eine Seite geklickt habe. Wir könnten das jetzt im Alltag in ganz viele Dinge durchdeklinieren, aber es ist so. Und deswegen bin ich froh, dass wir zu diesem gemeinsamen Antrag gekommen sind, weil uns das wirklich eint, das voranzutreiben und zu einer Schulentwicklungsaufgabe dann auch zu machen. Das muss man in der Schrittigkeit auf allen Ebenen, die in dem Antrag beschrieben sind, dann auch durchdeklinieren. Ja, und was mich auch besonders freut, dass wir nochmal einen Schwerpunkt gelegt haben auf die Frage, wie viele Mädchen und Frauen kriegen eigentlich Zugang zu diesem Feld. Was mich begeistert hat, ist die Ausstellung im Heinz-Nixdorf-Museumsforum zu Ada Lovelace gewesen. Die Pionierin, und man höre und staune, 1815 geboren, leider 1852 schon gestorben, die erste Programmiererin der Welt, die auch mit einer kritischen Reflexion zum Thema der Maschinen sich damals auch schon zu Wort gemeldet hat und gesagt, dass mit den Maschinen muss man umgehen lernen, man muss sie verstehen lernen und deswegen muss man das Programmieren lernen. Und in ihrer Biografie hat sie gegen sehr viel Widerstände dieses Bildungsfeld für sich erschlossen und diesen Beitrag geleistet. Wenn wir das hinkriegen, dass mehr Mädchen und Frauen diese Ada Lovelace kennenlernen und wenn wir diese Wege öffnen und sie und eine Begeisterung für das Feld naturwissenschaftlicher Bildung insgesamt hinkriegen, dass man nicht damit kokettiert, ich kann kein Mathe und ich kann keine Informatik, sondern dass das zum wesentlichen Bestandteil unseres Weltwissens wird. Und zwar schon mit den sehr jungen Kindern, wo altersgerecht auch analog das Thema Programmieren gelernt werden kann, ein Verständnis dafür geschaffen werden kann. Ich glaube, da sind wir einen großen Schritt weiter, diese Welt zu begreifen und vor allen Dingen sie auch kritisch und aktiv dann mitgestalten zu können. Deswegen bin ich dankbar für diesen gemeinsamen Antrag und als Wertschätzung der Arbeit, die wirklich geleistet worden ist von dir in den letzten 5 Jahren, ganz herzlichen Dank auch für diese immer konstruktiven Beiträge und für das Beharren darauf, dass es um die Sache geht. Danke, Monika. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schmitz das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Dr. Bunse, Sie haben recht, das heutige Thema, gerade auch als Piratenantrag, ist nicht neu. Aber, und da bin ich ganz bei Ihnen, werte Frau Beer, es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Es ist gut, dass schon im ursprünglichen Antrag die Piraten auf die Forderung nach einem Pflichtfach Informatik bei gleichzeitiger Streichung von Naturwissenschaften verzichtet haben.
Dann hätten wir dem Antrag nämlich von Anfang an definitiv nicht zugestimmt. Und erfreulicherweise wird im vorliegenden Antrag sowohl in der ursprünglichen als auch der dann geänderten Form ebenfalls auf das sonstige Ausspielen von Informatik gegen die Einbettung digitaler Anforderungen in anderen Fächern verzichtet. Daher können wir diesem Antrag sowohl in der alten als auch in der neuen Fassung viele positive Aspekte abgewinnen. Die Sachdarstellung ist wohl weitgehend unbestritten. Gerade im MINT-Bereich haben wir unter Rot-Grün vollkommen unzureichende Aktivitäten erleben müssen. Ich erinnere nur an SPD-Aussagen zu unserem Antrag, die MINT-Aktivitäten deutlich zu verstärken. Da wurde doch tatsächlich davon gesprochen, die FDP-Forderungen seien, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, überzogen. Was für eine Verkennung der Wirklichkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich besteht ein deutlicher Fachlehrermangel. Und laut Prognosen wird sich dieser Mangel gerade im MINT-Bereich noch zusätzlich verstärken. Dies gilt nicht zuletzt auch für das Fach Informatik. Das Schulministerium hat im Ausschuss letzte Woche den bereits heute hohen Anteil fachfremden Unterrichts an vielen Schulformen von deutlich über 50 bis hin zu 70-80% zukommen lassen. Wer die Zukunft nicht verspielen will, muss auch hier für beste Bildung die Anstrengungen deutlich verstärken. Sehr geehrte Damen und Herren, der FDP ist es wichtig, dass Kindern und Jugendlichen verbindlich eine informatische Grundbildung vermittelt und möglichst mehr Informatikunterricht ermöglicht wird. Wir sehen mehr Informatik explizit nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zu einem integrierten, vernetzten Ansatz digitaler Bildung in allen anderen Fächern. Das zarte Pflänzchen des Modellversuchs Informatik an Grundschulen haben wir daher immer begrüßt, aber auch frühzeitig eine Ausweitung angemahnt. Natürlich bedarf dies qualitativer Grundlagen. Daher unterstützen wir die Forderung, die verbindliche Aufnahme von Lerninhalten der informatischen Allgemeinbildung in Unterricht der Grundschulen vorzubereiten. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir ehrlich sind, ist die Forderung zu Zulassungsbeschränkungen an Hochschulen etwas überpointiert. Lediglich Münster ist nicht zulassungsfrei. Letztlich sind die Kapazitäten vorhanden, es fehlen die Studierenden. Dennoch kann es nicht schaden, hier mit den Hochschulen in Gespräche einzutreten. Aus Sicht der FDP muss dabei klar sein, dass Hochschulen gegebenenfalls zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Kapazitätsausweitungen dürfen nicht zulasten anderer Fächer gehen. Bei dem Punkt Lehramtszugangsverordnung ist es nun in eine Prüfung geändert worden. Das scheint uns auch sinnvoll. Hier darf natürlich nicht zulasten anderer Fächer agiert werden. Und wir wissen, dass in vielen MINT-Fächern laut Prognosen ein massiver Lehrermangel absehbar ist. Aber natürlich besteht auch eine reziproke Affinität zwischen Informatik und anderen MINT-Fächern. Insofern scheint es auch uns nicht abwegig, eine solche Öffnung zu prüfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die nun nachträglich ergänzten Forderungen sind aus unserer Sicht mitzutragen. Zusammengefasst, der Antrag ist sicher nicht der Stein der Weisen, aber er geht in die richtige Richtung. Daher werden wir zustimmen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Landesregierung, liebe Damen und Herren des Ministeriums, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die bereichernde und schöne gemeinsame Arbeit in diesem Hohen Hause und wünsche Ihnen allen von Herzen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Die Arbeit mit Ihnen hat mir sehr viel Freude gemacht. Mein ganz besonderer Dank gilt auch meiner Fraktion, die meine Arbeit stets mit Fachkompetenz und im Dialog und manchmal auch in der dialektischen Auseinandersetzung tatkräftig unterstützt hat. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitz. Aber so schnell lassen wir Sie nicht gehen, denn Frau Kollegin Beer hatte sich noch zu einer Zwischenfrage gemeldet. Ja, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Liebe Frau Schmitz, mir war das nicht bewusst, dass es Ihre letzte Rede war. Ich hoffe, Sie entschuldigen, das ist meine Frage, dass ich das dann nicht auch in meiner Rede erwähnt habe. Ich möchte mich auch persönlich bedanken für die konstruktiven Gespräche und die freundliche und gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die Antwort erübrigt sich in diesem Fall. Aber nicht mein Hinweis, liebe Frau Kollegin Schmitz, dass ich Ihnen im Namen des gesamten Parlaments, wenn es auch nur eine Wahlperiode war, für Ihr großes Engagement im Landtag Nordrhein-Westfalen, das, wie ich sehr wohl weiß, aus fester Überzeugung erfolgt ist, sehr, sehr herzlich im Namen aller Fraktionen danken möchte. Auch Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Lörmann das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, da endet die schulpolitische Diskussion in dieser Legislaturperiode mit einem relativ breit getragenen Konsens zu einem Zukunftsthema. Also ich meine, wenn das kein gutes Omen ist für das, was wir bisher geleistet haben und vielleicht auch ein Blick nach vorne, was denn dann stattdessen? Also ich finde das ganz erfreulich und danke dann auch jetzt schon, damit ich das am Schluss nicht vergesse, den Kolleginnen und Kollegen, die hier nicht wieder kandidieren, die jetzt hier heute ihre letzten Reden gehalten haben. Frau Schmitz, die menschlich immer, wo wir menschlich immer doch auch wirklich sehr gut miteinander ausgekommen sind und uns gewertschätzt haben, fachlich an der einen oder anderen Stelle, aber nicht immer. Aber das ist ja auch in Ordnung, wenn man damit anständig umgeht. Und was Herrn Feuß betrifft, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Wir kannten uns ja nicht vorher. Das ist dann so, wenn man hier in diesem Parlament als heterogene Gruppe zusammenkommt. Ich kann wirklich nur noch mal unterstreichen, was Sigrid Beer eben gesagt hat. Sie haben manchmal, wenn schwierige, konfrontative Situationen da waren, haben Sie wirklich in einer unnachahmlich ruhigen Art auf die Praxis hingewiesen, auf gelingende Praxis und haben damit dem Alarmismus, der in der Schulpolitik so gerne die Schlagzeilen bestimmt, etwas entgegengesetzt. Und dafür bin ich Ihnen auch persönlich ausdrücklich dankbar. Das war immer eine ganz wohltuende Stimme für gute Bildung in Nordrhein-Westfalen, ohne irgendwie zu sagen, dass nicht noch was zu tun ist. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und dass Bildung nicht nur in der Schule, sondern eigentlich immer und überall stattfindet, das haben wir, finde ich, an diesem Beispiel auch noch ganz schön gesehen. Weil Frau Pieper hier stellvertretend für die Piraten ja etwas deutlich gemacht hat. Und sie hat das am Anfang der Rede ja auch gesagt. Deswegen habe ich Frau Dr. Bunse, deswegen habe ich Ihre Aufregung gar nicht verstanden. Sie hat ja ganz klar gesagt, das ist unsere Maximalforderung, aber wir wollen eben auch hier konkret, unabhängig davon, dass jetzt alle uns darin folgen, wollen wir hier trotzdem noch mal einen Akzent setzen, den ja offenbar alle tragen können. Und das zeigt pragmatisches Angehen, nicht immer alles direkt umsetzen, sondern Schritt für Schritt, dass das eine wichtige Lernerfahrung in der Politik ist. Das erlaube ich mir dann hier auch festzustellen. Also auch Ihnen dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass man Brücken bauen muss, die gut sind für die Kinder und Jugendlichen, wenn man dann eben vorangeht. Also auch da möchte ich Ihnen ausdrücklich bescheinigen, dass Sie da immer das Vorankommen im Blick hatten, manchmal ungeduldig waren, aber auch immer sagen konnten, wenn Sie Schritte gesehen haben, die nach vorne gehen, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei vielen anderen und ja auch zum Teil gewürdigt haben, was die Landesregierung gemacht hat. Also ein gutes Zeichen, finde ich, hier für unser gemeinsames Agieren. Und ich will jetzt nicht noch mal aufzählen, was wir als erstes Bundesland, das kann man noch mal sagen, das passt auch noch im Grunde zu der Debatte, die wir heute Morgen hatten zum Thema Wirtschaftspolitik. Schulpolitik ist nicht nur Schulpolitik, sondern Schulpolitik ist Sozialpolitik, ist Wirtschaftspolitik, ist Integrationspolitik und Demokratiepolitik. All das ist immer mit Schule verbunden, weil es die Kinder und Jugendlichen befähigen soll. Wir sind das erste Bundesland, das ein solches Leitbild zum Lernen in der digitalen Welt hat.
Und wir arbeiten das eben systematisch ab und haben hier wirklich schon etliches auf den Weg gebracht und können uns da im Bundesländervergleich als Flächenland sehr gut sehen lassen. Und das, was uns Frau Wanka versprochen hat mit 5 Milliarden, das steht noch in keinem Haushalt drin, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und Herr Schäuble hat Nein gesagt letztens. Und er hat gesagt, ich sehe überhaupt noch keinen Anlass dazu, irgendetwas zu etatisieren. Und da sind wir mit Gute Schule 2020 mit den 2 Milliarden aber ein ordentliches Schritt weitergekommen und können unsere Kommunen auch bei der Ausstattung unterstützen. Ich will einen letzten Punkt ansprechen, weil Sie, Frau Schmitz, das gesagt haben. Ich war gestern bei Jugendforsch und habe die Landessiegerauszeichnung vorgenommen. Und uns ist bescheinigt worden, dass wir systematisch hier die Netzwerkarbeit beim Thema MINT in Nordrhein-Westfalen ausgebaut haben. Die haben wir ausgebaut in dem Feld, in dem wir immer diese Wettbewerbe unterstützt haben. Die haben wir ausgebaut beim Thema Bildungspartnerschaften außerhalb von Schule. Ob das die Gedenkstätten sind, ob das Museen sind, ob das Forschungseinrichtungen sind. Dass klar ist, Unterricht und Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern wird bereichert, wenn die Kinder und Jugendlichen rausgehen und an außerschulischen Lernorten lernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zukunftsfrage. Das will ich noch mal deutlich machen. Und ich nenne noch mal die MINT-Netzwerke. MINT-Schulen 70, Sinus-Projekt NRW, MINT-EC-Schulen 68, die ZTI-Zentren, die mit Svenja Schulze gemeinsam gestaltet werden. Also da ist ganz viel systematisch angelegt. Und zu sagen, wir hätten das vernachlässigt, das kann ich also und will ich also hier einfach nicht so stehen lassen. Und ein letzter Satz, Herr Präsident, für alle, die meinen, ach, mit dem Unterrichtsausfall, da reden wir nicht drüber. Ich verweise auf den Bericht an den Ausschuss für Haushaltskontrolle zur Prüfung der Einhaltung der quantitativen Vorgaben für die Unterrichtserteilung an öffentlichen Realschulen und Gymnasien. Eben unterschrieben, geht ans Parlament, wo wir ganz deutlich machen, dass wir auch hier dran gearbeitet haben und die Situation sich verbessert, meine Damen und Herren. Alle, die im Wahlkampf auftreten und Behauptungen in die Welt setzen, sollten sich vorher diesen Bericht noch mal ganz genau angucken. Da können wir nämlich auch deutlich machen, wie intensiv wir auch an diesem Thema gearbeitet haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Löhrmann. Und für die Piratenfraktion spricht Frau Kollegin Pieper noch einmal. Alles gut, alles gut. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Im Gegensatz zu Herrn Voice bleibe ich halt nicht immer ruhig. Ich glaube, das ist auch bekannt. Ich möchte noch mal auf die Kollegin Bunse zurückkommen. Ich kapiere einfach nicht, wie ich mich hier hinstellen kann und sage, das hat mit unserer Meinung zu Pflichtfach Informatik, das hat mit diesem Antrag überhaupt gar nichts zu tun, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, wir kippelten. Frau Löhrmann hat es gerade noch mal erklärt. Wenn wir in kleinen Schritten vorankommen, dass wir das hier sachlich konstruktiv mittragen, halte ich für selbstverständlich. Und auf die Frage, Frau Bunse, Frau Dr. Bunse, so viel Zeit muss sein, warum wir die CDU nicht gefragt haben, mitzumachen, nach Ihrem Beitrag zu unserem Antrag Bildung hoch 4, war mir klar, dass da Hopfen und Malz verloren ist und dass da keinerlei Chance besteht, dass Sie für eine moderne Schule stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Damit sind wir, weil keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 4, die ich jetzt auch schließe, und wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Piratenfraktion, Drucksache 14.767. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Das sind die Piraten, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP, der fraktionslose Abgeordnete Schulz. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer möchte sich enthalten? Die CDU-Fraktion enthält sich. Damit ist der Änderungsantrag mit dem soeben festgestellten Abstimmungsergebnis angenommen. Und wir kommen jetzt zur zweiten Abstimmung, nämlich über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 14.656. Sie wissen, die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Und die Abstimmung führen wir jetzt über den Inhalt des Antrages, und zwar in der soeben geänderten Fassung, durch. Wer dem Antrag in der geänderten Fassung zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten, die SPD-Fraktion und Bündnis 90 Die Grünen, die FDP-Fraktion, der fraktionslose Abgeordnete Schulz. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Niemand stimmt dagegen. Wer möchte sich enthalten? Das ist dann auch hier die CDU-Fraktion. Ganz herzlichen Dank. Damit ist der Antrag in der soeben geänderten Fassung mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis angenommen.
Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5,